Schauen wir dann nochmal schön. Ja, diesen Pass abgefangen. Und dann ein bisschen zu ungenau. Tomato schön ums Tor rum. Aber ja, da steht halt einer zwischen dem Pfosten, der es nicht so einfach macht. Ja, Mike, willkommen zurück. Wie fühlt es sich für dich heute an, auf dem Eis zu stehen? Ja, Grüße gehen raus. Nach einer kurzen Trainingseinheit in der Woche, zweimal nur, sehr anstrengend, aber doch fühle ich mich sehr gut heute. Sehr schön. Dann weiterhin viel Glück. Danke dir. Und wir gehen zu Schiffen. Ja, liebe Fans, ich sitze hier wieder inmitten vieler Solidaritätshussen und auch neben mir sind Fanaufsteller zu finden. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sich bereits daran beteiligt haben und die Löwen auch weiterhin unterstützen. Dies kann nach wie vor auch online noch gebucht werden. So können sich auch ihre Solidaritätshusse oder ihren Fanaufsteller sichern. Und die Aufbaucrew hatte die tolle Idee, es ganz, ganz, ganz schön hier anzuordnen auf diesen Sitzplätzen. Werfen Sie doch immer selbst einen Blick dann gleich in nächste Unterbrechung hier rein. Ja, vielen Dank nochmal an alle, die diese Fanhussen gekauft haben und die Pappaufsteller, um die Löwen zu unterstützen. Gute Gelegenheit für Frankfurt. Treutle ist da. Der Schuss von Wood da von der blauen Linie. Und dann, ja, kriegt Strudel leider keinen richtigen Druck dahinter. Zu Wanto. Unglücklich. Wer braucht Stock, wenn man Körper hat? So, jetzt große Chance für die Gäste. Und da ist das 1:0. 1:38 vor dem Ende. Die Löwen noch beim Wechseln gewesen. Und dann, hier sehen wir es in der Wiederholung, steht er komplett frei. Yannick Drews mit seinem zweiten Saisontor. Keine Chance für Patrick Klein. Ärgerlicher, ärgerlicher Fehler da in der Abwehr. Nicht lange dauern, genau, denn Drindl ist schon wieder im Angriffsdrittel. Nächste Gelegenheit und da ist das 2:0 für die Gäste. David Zucker, gerade als die Löwen wieder komplett waren, steht er da völlig blank und kann die Scheibe an Klein vorbeibuxieren. Ja, das war auch gut gespielt. Ah, Klein fast noch dran. Aber da zeigt sich, Ravensburg ist ein absolutes Top-Team. Wenn sie mal eine Chance haben, dann wird das ja, richtig gefährlich. Viertes Saisontor von Hans Eis zu Janin. Ja, sehr zufrieden, weil wir sind beim Auswärtsspiel und wenn man auswärts 2:0 führt gegen so einen starken Gegner, dann können wir eigentlich immer zufrieden sein. Der Turtle, der hält uns hinten im Spiel und wenn wir dann unsere wenigen Chancen nutzen, umso besser. Vielen Dank. Gerne. Ja, Sören Sturm war das für die... Ja, Bulli gewinnt für die Frankfurter. Schussgelegenheit, Treutle ist da. Wo ist der Puck? Frei! Der war noch frei! Schiedsrichter winkt aber ab. Sagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, der liegt einfach nur hinterm Torhüter. Also. Ja, Treutle setzt sich daneben. Darf er niemals abverhalten.
Hüttl. Guter Einsatz, Buchwieser. Suvanto. Schießt doch mal das Ding neu. Tor. Buchwieser, Tor! Da ist es doch! Ich hab doch Satz klingelt. Der Anschlusstreffer für die Löwen durch Martin Buchwieser in der 36. Spielminute. Treutler lässt zur Seite prallen und dann Buchwieser mit viel Platz und quetscht da irgendwie die Scheibe noch durch. Die Tower Stars ja schon zweimal bewiesen, dass sie da gefährlich sind. Aber jetzt Kontergelegenheit für die Löwen. Cinco schön rübergelegt und Tor! 2:2! 2:21 vor Ende des zweiten Drittels. Fischer legt da ab und was für ein Krummeltor! Abgefälscht und dann über Treutle hinweg. Kolberg war es, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir haben ein ausgeglichenes Spiel. Ravensburg nutzt zum ersten Mal einen großen Fehler in der Defensive der Löwen nicht. Und dann machen die Frankfurter eben den Ausgleichstreffer. Sebastian Kolberg. Ja, Lenton Ferrero war schon einiges unterwegs. Wie gesagt, wir hatten das im Vorgespräch zu dem Spiel schon. Hauptsächlich in Nordamerika, in der AHL und NHL. Schauen wir hier kurz auf Sonnenburg, was er damit macht. Schuss abgeblockt. Ja, aber die bekanntesten natürlich. Detroit Red Wings hat er gespielt in der NHL. Und Tor! Ja, kaum redet man von Detroit, schon klappt's. Marius Erk ins lange Eck und da ist die Führung für die Löwen Frankfurt. 3:2 durch den Frankfurter Pupp. Gucken wir mal, da hat er viel Platz, zieht ab unter dem Arm durch von Treutle. Und Marius Erk mit seinem ersten Saisontreffer. So, also weil es so gut geklappt hat. Wie gesagt, Detroit Red Wings hat er gespielt. Für die Boston Bruins hat er gespielt. Und die Minnesota Wild, alles natürlich in der NHL. Für die Bruins sogar 58 Spiele. Proft. Bringt die Scheibe vor das Tor! 4:2 für die Löwen Frankfurt. 14 Minuten vor dem Ende und es war Big Mike Mischkowski, der die Kelle da reinhält. Und mal gucken, wie der sich freuen kann. Prof, der da die Scheibe rüberlegt. Und Mischkowski. Da kriegt man richtig gute Laune, wenn man sieht, wie er sich freut. Wenn man es denn mit den Löwen hält. Kurz hintereinander da die Tore erzielt. Buchwieser, Scheibe ist noch drin, nächste Gelegenheit. Am Tor vorbei. Lewandowski. Bringt die Scheibe vors Tor. Buchwieser wäre frei. Kriegt sie jetzt auch. Und Tor! Jawohl! Jetzt läuft's aber richtig. Buchwieser mit dem 5:2. Da ist wieder nicht viel Zeit vergangen zwischen den beiden Toren.
Ja, Treutle weiß nicht, wo die Scheibe ist. Und dann legt er sie sich auch noch mit der Kufe selber rein. Das wird Buchwieser ziemlich egal sein. Sein zweites Tor am heutigen Tage, insgesamt jetzt sein 5. Saisontreffer. Welcome to Frankfurt. Thank you. What are your first impressions of your new team? Well, I mean, we've had a hell of a second half of the game. You know, when we get moving north and really getting around on the net, it's been good. It's been fun so far. What will be important in the next couple of minutes in this game? Just keep pushing. Just keep doing the exact same thing we've been doing since, you know, about the 10-minute mark of the second. Thanks for your time. Yep, thank you. Als dieses Bulli wollte Proft wahrscheinlich auch gar nicht haben. Hier, klasse, rübergeslidet, den Schenkel ausgepackt. Nummer 53, Yannick Drews, er hat in der 18. Minute das 1:0 erzielt. Und auf Seiten der Löwen natürlich Big Mike Mischkowski. Da merkt man mal, was es ausmacht, wenn so ein Topspieler wieder da ist. Also Mike Mischkowski, MVP, Spieler. Ja, Mike, dein erstes Spiel nach Verletzung. Super zurückgekämpft, heute das erste Tor. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Ja, ich hatte richtig Bock zu zocken. Und ja, wir haben uns das ja auf jeden Fall verdient. Ja, ihr habt 2:0 zurückgelegen, habt euch 5:2 zurückgekämpft. Super Leistung. Was lief im letzten Drittel anders? Ja, wir haben einfach weiter aggressiv gespielt. Wir hatten schon die Chancen gehabt, nur diesmal sind sie reingegangen. Es ist halt klar, dass ein Torhüter wie Niklas Treutle da auch seine Paraden macht. Aber nichtsdestotrotz haben wir alle gut gearbeitet und verdient gewonnen. Was habt ihr euch jetzt vorgenommen am Sonntag gegen Bietigheim? Genau an die Leistung anknüpfen? Werdet ihr noch was verändern? Werdet ihr weiter so spielen? Genau, verbessern kann man immer irgendwas. Aber wenn wir diese Leistung auch am Sonntag bringen, dann werden wir das Ding auch gewinnen. Super, vielen Dank. Bitte. Danke dir.